In unserem sozialen Umfeld, unseren Familien, unserem Leben stehen wir oft Herausforderungen gegenüber. Eine von diesen, die große Auswirkungen auf uns hat, aber oft unbemerkt bleibt, ist Influenza, auch die Grippe genannt. Ich lebe mit Diabetes, einer von vielen nicht ansteckenden Krankheiten. Für mich ist die Grippe mehr als nur eine schwere Erkältung. Durch sie kann mein Blutzucker in die Höhe schnellen, wodurch meine Diabetes schwerer zu steuern ist. Aus diesem Grund nehme ich die Grippevorbeugung ernst. Diese beginnt mit einfachen Dingen wie angemessener Hygiene und Ernährung. Es gehört aber auch ein gewisses Bewusstsein dazu, weswegen ich mit meinem Hausarzt darüber spreche, wie ich den Virus vermeiden kann und meinen Blutzucker im Griff behalten kann, sollte ich mir doch die Grippe holen. Als Arzt sehe ich mit eigenen Augen, wie die Grippe zu schweren Komplikationen führen kann. Insbesondere unter Menschen, bei denen ein höheres Risiko besteht. Daher lautet mein Rat bezüglich des Schutzes vor der Grippe nicht nur, dass man sich um sich selbst kümmert, sondern auch andere mit einbezieht. Dazu gehört das Einhalten eines sicheren Abstands zu anderen sowie häufiges Händewaschen. Als Apothekerin befinde ich mich in einer außergewöhnlichen Position. Die Menschen in meinem Umfeld auf Risiken für ihre Gesundheit aufmerksam zu machen, einschließlich derer, die von der Grippe ausgehen. Ich gebe Menschen mit höherem Risiko persönliche Tipps zur Vorbeugung der Grippe und bin in der Lage, Fragen zu Grippemedikamenten, mögliche Komplikationen durch die Grippe und die Schutzimpfung zu beantworten. Da ich schwanger bin, denke ich nicht nur an meine eigene Gesundheit, sondern natürlich auch an die meines Kindes. Die Grippe birgt ein gewisses Risiko für uns beide. Aus diesem Grund ist mir Vorbeugung besonders wichtig. Ich ernähre mich ausgewogen, nehme Vitamine ein, mache Sport und gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Natürlich beschäftige ich mich auch mit den verschiedenen Optionen, mit denen ich mich und mein Kind schützen kann. Da meine Antikörper gegen die Grippe das einzige Mittel sein wird, mit dem mein Neugeborenes in den ersten 6 Monaten seines oder ihres Lebens geschützt sein wird. Mit fortschreitendem Alter wurde mir bewusst, dass die Grippe mich härter treffen kann, was zu schwereren Komplikationen führen könnte. Natürlich möchte ich nicht krank werden, weswegen ich mich auf die Vorbeugung der Grippe konzentriere. Dazu gehören für mich die Hygiene, ein aktiver Lebensstil und die Distanzierung von erkrankten Menschen. Zudem behalte ich mögliche Schutzmaßnahmen im Hinterkopf, einschließlich der Grippeimpfung. Als Eltern, insbesondere unseres Kleinsten, der noch keine 5 ist, hört das Lernen nicht auf. Uns ist bekannt, dass die Grippe besonders für Kleinkinder gefährlich sein kann, weswegen die Prävention für uns tägliche Praxis ist. Dabei achten wir darauf, dass sowohl wir als auch die Kinder auf persönliche Sauberkeit achten. Wir desinfizieren und reinigen unser Umfeld regelmäßig, decken Nase und Mund ab, wenn wir niesen oder husten müssen und lassen natürlich unsere Optionen zur Prävention der Grippe nicht außer Acht. Schutz und Vorbeugung hängen eng mit den kleinen Dingen in unserem Leben zusammen. Mit unseren Gewohnheiten und mit der Beachtung der uns zur Verfügung stehenden Optionen. Für uns geht es darum, für alle unsere Mitmenschen ein sicheres Umfeld zu schaffen. Wenn es um die Grippe geht, haben Sie die Macht, sich und andere zu schützen. Als Angehörige des Gesundheitswesens empfehlen wir Ihnen dringendst, die jährliche Grippeschutzimpfung zu bedenken und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Als Gesundheitsberater Ihres Vertrauens sind wir für Sie da. Geben Sie der Grippe Kontra. Passen Sie gut auf sich auf.